So, Beleber, Top-Beleber, bla 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 bla. Elixier, Top-Elixier, so, alles in einer Reihe gepackt. Ach, das Macho-Band knall ich jetzt auf den PC, ist mir egal. Ups. So, schieß. Schieß. Ja, die lasse ich. Okay. Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Colosseum mit Chibi Let's Play im Versteck von Team Krall. Beziehungsweise ja, was von dem Versteck noch übrig geblieben war. Und das hier scheint wirklich ein Hotspot für Kryptoknechte zu sein. Egal ob man rein oder raus möchte, sie springen einem immer entgegen. Vielleicht ist das auch jener Punkt, an dem man ja, die Krypto-Pokémon nochmal krallen könnte, wenn man die erste Chance verpennt hat. So wie ich mit Remoraid. Ich muss ja gestehen, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich hatte es zuletzt nur gelesen, dass man nach dem Abspannen eine Chance hat. Wo und wie sich das so ergeben soll, keine Ahnung. Ab da hört mein Erinnerungsvermögen auch wirklich auf. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mit meiner Freundin zusammen gespielt habe und wir uns auch dieses Gebäude hier angesehen haben. Aber danach war irgendwie aus. Also ich hatte ihr noch gezeigt, hier von wegen, ja, hier, das ist der Lagerturm, bla bla bla, hier, Riesenkomplott. Weil, sie hatte das Spiel halt nicht und ich wollte ihr zumindest das Finale zeigen, nachdem ich ja mehrfach schon davon erzählt hatte und bla blub. Das hatte sich halt zeitlich so ergeben, dass ich dann da mit ihr zusammen das Finale durchspiele. Dann waren wir hier nochmal ganz kurz gewesen. Irgendwas danach war, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ja, das typische, ist schon spät, ich muss nach Hause und am nächsten Morgen erschien das nächste Videospiel. Ich glaube, es war wirklich so, dass ich dann am nächsten Tag dann zum Einzelhändler meines Vertrauens gelatscht war, weil ein anderes Spiel dann mein Interesse geweckt hatte. Und wie das so ist, gerade bei Rollenspielen sowieso schon ziemlich tödlich, wenn man einmal davon abgelenkt ist, fällt es mir sehr schwer, mich bei angefangenen Rollenspielen nochmal neu reinzuversetzen in die momentane Situation und dann da wieder weiterzuspielen. Deswegen versuche ich Rollenspiele eigentlich schon ganz gerne in einem Rutsch durchzuspielen, aber auch mit voller Konzentration. Und mit voller Konzentration kriegst du jetzt Ärger, mein Freund. Pass auf! Jetzt wird es ernst für dich, Seth! Jetzt wird es also ernst für mich. Jetzt bin ich gespannt, was Junius so drauf hat mit seinem Pelipa und Lanthorn. Zugegeben, die könnten Entei ein kleines Problem bereiten. Von daher wäre ich dann doch dazu geneigt, kurz auszutauschen zu... Wen nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen Psyana. Und du darfst gerne Funkensprung auf Pelipa einsetzen, das sollte schon vollkommen reichen. Ach, wenn doch alles im Leben so einfach wäre wie Pokémon-Mathe, ne? Dann würde ich mich sogar auf eine Steuererklärung freuen. Aber naja. So, Psychokinese und Donner. So, das hat geknallt. Seemon ist besiegt. Haha. Als nächstes kommt Starmie. Meinetwegen. Das war schon mal sehr gut. Der Superschall verwirrt Raikou. Na, ich übe mich meinen Optimismus und versuche es trotzdem.
einen Donner zu beschwören. Und er schlägt ein. Volltreffer. Jetzt sieht Sam die Sterne. Selbst ohne Spiegel. Und jetzt haben Entei und Raikou Level 57. Sehr gut. Du darfst nochmal Farben sehen. Und dann darfst du bitte gehen. Licht aus. Tschüss. Das war's dann wohl. Yay, 550 Pokédollar. Yay. Aber irgendwann bist du dran. Mhm. Ah, hier ist noch eine Box. 3 AP Plus. Ja, geil. Sehr schön. Da könnte ich ja glatt überlegen, wem ich das als nächstes geben könnte. Ja, Donner hat 10 AP. Wobei eure Selbstheilung, also Mondschein und Morgengrauen, wären eigentlich auch nicht so verkehrt. Weil Psychokinese setze ich ja auch sehr oft ein. Auch nur 10 AP. Erdbeben hat auch nur 10. Ja, Blizzard. Haben wir auf 6 erhöht. Gut, ich muss ja jetzt nichts übers Knie brechen. Das kann ich mir ja noch in ganz schön Ruhe überlegen. Vielleicht ändert sich ja noch so ein bisschen was. Oh, hi. Oh, hier ist doch der Mannequin. Also auf dem Ständer war doch vorher die Krallmaschine fixiert. Gut. Und so ganz nebenbei liebt ihr noch einen Top-Äther. Hat es ja voll liegen lassen. Oder zumindest der Typ hier, der sich gerade mitten in den Weg stellt. Dieses Gebäude ist wirklich in einem erbärmlichen Zustand. Selbst ich hätte kein solches Chaos anrichten können. Was? Du warst das? Dann zeig mir mal, ob du wirklich so stark bist. Bodybuilder Kolam. Okay, Pandya und Draschel sind auch zwei relativ interessante Pokémon. Draschel ist ein Drachen-Pokémon. Da müsste ich jetzt kurz überlegen, wie wir das am besten deichseln können. Ich glaube, Pandya. Hauen wir lieber als erstes weg. Eisenschweifhülle? Nee, wir machen das anders. Stampfer auf Draschel. Vielleicht schreckt das ja auch zurück. Und du setzt Eisenschweif auf Pandya ein. Oh, ging daneben. Okay. Pandya hat so ein bisschen den Drunken Master-Effekt, ne? Also nicht nur, dass es einfach so besoffen rumtorkelt. Ich denke mir immer, das ist ein Pokémon, was man definitiv unterschätzt. Wenn das eine gute Taktik drauf hat, dann kann es bestimmt gefährlich werden. Wobei seine Werte an sich nicht so extrem stark sein sollen. Also, im Verhältnis zu unseren beiden Legendären definitiv nicht. Aber wie gesagt, es hat wirklich so den... Ich weiß, wie soll ich sagen? Ich habe immer diesen Gedanken, unterschätze es nicht. Unterschätze es ja nicht. Warum auch immer. Es ist noch nie vorgekommen, dass mir ein Pandya wirklich gefährlich wurde, aber es macht mir Angst. Okay, das schütteln wir mal schön ab. Wir machen mal weiter. Und wir setzen Funkensprung auf Kanivana ein. So. Ist nicht entwickelt, nicht so stark. Tschüss. Na gut, Rauhaut ist mal so ein kleines Problem. Auch bei der Weiterentwicklung Torraido. Und jetzt haben wir Pupita vor uns. Du schüttelst das weg, ist klar. Jetzt weiter Fuchtler ein. Gut, ja, das Problem ist, Pupita ist ein Gesteins-Pokémon. Eigentlich Gesteinboden. Das
verliert erst bei seiner endgültigen Verpuppung den Bodentyp und wird zu Unlicht. Was mache ich da? Eigentlich kann ich das auch so lassen und als Eisenschweif ein. Das ist doch sehr effektiv. Stahl zermalmt Gestein. Bei sowas habe ich mir früher auch diese Eselsbrücke gemacht, von wegen ein Hammer mit Stahlkopf zerschlägt einen Stein. Und das hat für mich vollkommen ausgereicht. Genauso wie ein Karatemeister zerschlägt Stein. Also den Kampf-Pokémon automatisch den Gesteins-Pokémon überlegen. Und mit solchen kleinen Eselsbrücken oder halt auch Bildchen im Hinterkopf habe ich mir das früher immer so einprägen können. Du hast mich geschlagen. Jetzt mache ich Kleinhaus aus diesem Trümmern. Hauptsache, ich kann gleich an dir vorbei. Warum ist es die Puppe, also der Mannequin, mit der Krallmaschine nicht hier in diesem Käfig drin gewesen? Fällt mir gerade so ein. So, lässt du mich hier bitte raus? Danke. Du bist ein bisschen ungünstig platziert, mein Freund. Aber gut, egal. So, apropos ungünstig platziert. Haben wir noch ein paar Billigtränke? Ich habe gerade schon ein bisschen sortiert. Ja, komm, hier. Zack. Und weil es so schön ist, zack. Also. Okay, eine Tür hinter einer Tür, eine Schleuse quasi. Hi! Ob hier irgendwo noch gekrallte Pokémon versteckt sind? Ah! B. Ich dachte, da kommt noch was. Aber ja, das ist wirklich die Frage, ob irgendwo zwischen den Trümmern noch vielleicht ein kleiner Pokéball liegen könnte. Mit einem gekrallten Pokémon. Ja, sowas ähnliches hatte schon ein anderer Trainer weiter oben gesagt. So. Ja, wir haben jetzt wieder ein Boden-Pokémon vor uns. Das ist natürlich ja... Ach komm, weißt du was, wir tauschen aus. Wir können es uns ja mal erlauben, ne Raikou? Bis später. Da noch ein Pixel? Nein, ich dachte gerade. Das wäre es jetzt gewesen. Wenn dieser kleine freche Dachs einen Feuersturm widerstehen kann. Mhm. Aua! Das zerzaust doch nur die Mähne. Hör auf mit dem Schwachsinn. So, das war schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Jetzt machen wir euch sauber. Ich hoffe, ihr habt Seife mit. Leitteiler. Was? Salzig? Ach, okay. Ich wusste gar nicht, dass Smogmog so eine Attacke drauf haben kann. Das ist ja gemein. Okay, dann machen wir es anders. Feuersturm. Geht daneben. Schade. Aber das hieße doch auch, wenn Smogmog mehr KP hat als meine Pokémon und setzt Leitteile ein, dass es sich selbst schadet, damit beide wieder auf demselben Niveau sind, oder was? Schluck weg. Schockwelle. Au. Also langsam wird mir das ein bisschen unheimlich mit diesem Gasball. So. Jetzt ist Ruhe. Okay, ein Schlammbad. Wir sind doch gerade sauber geworden. Warum kommst du mir jetzt mit Schlamm? Nee.
mag ich nicht. Na gut, Stampfer und nochmal Surfer. Das sollte dann aber reichen, oder? Ja, ich denke doch. $880. Okay. Ja gut, ich hatte jetzt nicht erwartet, reich zu werden. Du bist unfair. Sowas war gemein. Brummel, grummel, grummel. Fü, nü, nü. So. Weiter geht's. Oh, hi. Und wieder einer, den ich erst ansprechen muss. Ich verstehe nicht. Dass wir uns auf diese Art und Weise wiedersehen. Wer bist du? Ach, du bist Titus. Ja, hey, Kollege. Dich habe ich ja gar nicht erkannt. Ey, geil. Titus hat Buttergel und Schwalbus. Buttergel ist ein Eis-Pokémon. Ja, Schwalbus kriegen wir mit Sicherheit auch sehr schnell platt. Sofern die Attacken treffen, soll es jetzt gehen. Und ein Volltreffer. Bam. Raikou ist voll im Saft anscheinend. Papinella. Oh. So. Mach's gut. Okay, als nächstes kommt Golbat. Ja, gut, kann auch gefährlich werden, muss man sagen. Die AP von Feuersturm ist jetzt schon alle. Ja, machen wir es vielleicht ein bisschen anders. So, geht doch. Komm's. Ja, ganz so kräftig ist es halt nicht. Ich denke mal, Funkensprung erledigt den Rest. Trifft halt auch so gut wie immer, von daher. Ja. Aber das Team Krall wird niemals untergehen. Ja, ja, das sagen wir mal, die Verlierer. Ne? War ja mal ein Bücherregal. Leider kann ich nicht mal eben schmökern. Ich habe nicht die Zeit dafür. Oh, was liegt denn hier rum? 5 Hyperbälle. Ja, geil. Okay, ist auch alles kaputt. Hi, Kollege. Nanu, du bist doch Seth. Seit unserem Treffen im Bürgermeisterhaus von Fennec ist viel Zeit vergangen. Und du hast dich von Team Krall losgesagt. Also hast du hier eigentlich überhaupt nichts mehr verloren? Oder bist du etwa extra gekommen, um mich, Rosso, hier zu treffen? Dann muss ich mich ein wenig um dich kümmern. Ha! Das ist also der Kryptoknecht Rosso, dem man nachsagt, ein Krypto-Igelava zu haben. Und da ist es auch schon. Direkt an erster Stelle, neben Groink. Alles klar. Das Problem ist, es ist Level 30. Jetzt muss ich mir was überlegen. Jetzt haben wir wirklich diesen Punkt erreicht, dass die Krypto-Pokémon deutlich schwächer sind als meine eigenen. Gut, dafür ist Groink bei Level 54. Okay, Siana, komm mal bitte rein.
Sondersensor. Okay. Rauchwolke. Okay, das ist kein Problem. Ich hatte eh vor, Sternschauer einzusetzen. Deswegen habe ich ja getauscht. Ich hoffe nur, es knallt jetzt nicht zu stark. Okay, das ist noch im Rahmen des Möglichen. Okay. Ja, gut, das ist natürlich dann... Ja. Oh, du gräbst dich ein. Ja, schön. Mach das mal. Ja, toll. Was mache ich denn jetzt? So. Okay, das ist geschützt immerhin, aber... Du nicht. Okay. Kapels als nächstes. Okay, damit kann ich arbeiten. Das war ein Volltreffer. Naja gut, Level 30 halt, ne? So, das brutzeln wir schon mal weg. Ah, wenn es ein Volltreffer wird, habe ich dann auch wieder miese Karten. Immer ein paar Nestbälle, ne? Und 30 Hyperbälle. Wir können es ja mal versuchen. Ich warte ja noch drauf, dass es Kryptoschlag einsetzt. Vielleicht reicht das schon. Ah, sehr gut. Wir haben Igelava befreit. Jetzt kommt Slimog. Ich finde es auch sehr gut, dass man nicht immer erst alle anderen Pokémon besiegen muss, bevor man die Krypto-Pokémon krallen kann. Ich hätte wahrscheinlich auch direkt auf Anhieb den Hyperball werfen können. Aber ich möchte ja auch gern auf Nummer sicher gehen. Leicht sind das Sonne nicht. So, AP ist gleich 0. Schade, aber hey, das kriegen wir hin. Was? Wieso ging Psychokinese daneben? Vielleicht ist das Licht so hell, dass Psyana ein bisschen geblendet ist. Du schreckst zurück. Gut, wunderbar. Dann machen wir das Ganze nochmal. So. Damit ist Slimog besiegt. Weggeputzt. Und Ente hat nun Level 58. Juhu. Schön. Wie konntest du nur mein Igelava besiegen? Naja, ich hab's ehrlich gesagt geklaut, aber hust, hust. Jetzt fühlst du dich wohl toll, weil du mein Krypto-Igelava gekrallt hast. Aber da draußen gibt es noch viele Trainer mit Krypto-Pokémon. Was schleidest du denn jetzt vor mir? Wahrscheinlich, weil hier Ende sein soll. Es gibt noch viele Krypto-Pokémon. Ja gut, es gibt noch Lorblatt und Farbige. Haben wir auch noch auf der Liste. Und jetzt sind wir hier beim... beim Seiten... Eingang, Ausgang. Rausgekommen. Sehr schön. Ist hier draußen irgendwas? Nee, na, da hört die Karte bestimmt gleich auf. Ja, mal erstmal das. Erstmal schön sortieren hier. Hm. Jetzt haben wir ja im Grunde alles geschafft, ne? Wir haben Rosso gefunden und besiegt. Hier kommen wir. Ja, genau. Ja, ich könnte ja noch mal gegen den einen Kryptoknecht kämpfen. Mal gucken, wer jetzt kommt. Es ist Genie. Machen wir das am besten noch zum Abschluss des Parts.
paar Minuten haben wir ja noch. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lang, aber... Na gut, Roselia und Papunke. Gut, da ist... Ja. Wir haben Raikou an der Seite. Gut, ich habe jetzt Entei zwar eingetauscht, aber ist egal. Wir brauchen langsam doch ein paar Erfahrungspunkte. Denke ich. Ich habe auch wirklich das ungute Gefühl, dass wir gleich noch so ein bisschen was erleben werden. Moment, ja, jetzt sind ja alle geheilt. AP sind auch voll. Ja, geil. Ist mir gerade nicht so aufgefallen beim Tauschen im Team. Also mir wäre noch ganz lieb, wenn wir noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln können, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, wenn wir alle Krypto-Pokémon haben, dass wir dann auch den ultimativen Boss treffen können. Es wäre eigentlich naheliegend, wenn man drüber nachdenkt. Also so nach typischer Rollenspiel, / Videospiel, Logik wird es dann bestimmt einen separaten Boss geben, der noch mal richtig einen Brauch hat. Ja, kennt man ja zumindest bei Final Fantasy. Oder ist mir zumindest sehr oft bei Final Fantasy aufgefallen, dass es dann immer irgendwo einen Secret-Boss gibt, der mindestens dreimal so stark ist wie der storybezogene Endboss. Aber... Ja, gut, lassen wir uns überraschen, ne? Komm, wir nehmen mal Eisenschwein. Lassen wir uns mal überraschen, was das bringt für einen Effekt. Gar keinen. Okay, geht daneben. Schade. Ich meine, in den meisten Pokémon-Spielen ist das ja auch so, wenn... Also bei Gold und Silber ist es zum Beispiel so, wer selbst wenn man die Pokémon-Liga schafft, Pokémon-Meister wird, gibt es immer noch den einen Trainer auf dem Silberberg, der das höchste Level von allen hat. Und ich meine, das ist bei den meisten in der Hauptreihe auch so. Irgendwo gibt es immer einen Trainer, der eigentlich stärker ist als der Champ selbst. Oder sei es eben ein Rematch. Das kann natürlich auch möglich sein. Ich meine, klar, ich könnte jetzt auch natürlich wieder zum Duellberg gehen. Duelas herausfordern. Aber das haben wir ja auch schon alles geklärt. Ich könnte mich höchstens schlau machen, ob Duelas in einem zweiten Durchgang andere Pokémon hat. Vielleicht sogar noch stärkere. Weil, na, er hatte schon ein sehr gutes Team. Auf jeden Fall weiß ich, dass bei der Demo von Pokémon Colosseum, wenn man den Titelbildschirm halt etwas länger laufen lässt, also die Musik auch durchlaufen lässt, hat man ja so eine kleine Demo, was einen so schönes erwartet, was für Pokémon einem entgegenkommen könnten. Ein paar Locations werden gezeigt in Hymenum. Und ich meine da auch eine Tür gesehen zu haben, die wir im Let's Play noch gar nicht gesehen haben. Und damit meine ich jetzt keine Tür von dem Versteck hier. Schauen wir uns aber also ein bisschen um und... Ach ja, die Vergiftung. Ich habe mich gerade gewundert, was so rot blinkt. Jetzt bin ich mir ans P-Sternchen die Ärger. Ja, Psyana ist... Entschuldigung, Nachtara ist vergiftet. Okay. Deswegen das rote Leuchten. Ich dachte gerade, wir hätten jetzt Alarm geschlagen. Aber gut, ich wollte eh zum nächsten Pokémon Center düsen. Auf nach Fennec. Wir haben ja eh jetzt alles erledigt im Versteck. Dann heilen wir unsere lieben Kleinen und ich krieg eine E-Mail. Mail an Seth. Wieder von Byte. Ich bin's, Byte. Ich habe 6 weitere Krypto-Pokémon auf der Liste entschlüsselt. Ursaring, Hubbuluf, Morlord, Tropius, Panzeron und Sonflora. Ich melde mich, sobald ich wieder was finde.
Gut, die haben wir jetzt alle. Die haben wir ja. Aber naja. So, dann halten wir mal. Hallo, willkommen im Pokémon Center. Wir machen deine Pokémon wieder topfit. Dauert nur einen kleinen Moment. Ah, ich mag die Melodie. Danke. Deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Machen wir. Und wir überlegen uns, wo wir als nächstes hingehen können. Im nächsten Part geht es dann fröhlich weiter, meine Lieben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.